ein Gesicht. Ich hätte dir das Ganze doch auch gerne erspart. Aber ich bin nun mal hierhin versetzt worden. Ja, klar, dein Job war ja mal wieder wichtig als ich. Ja. So, ich gehe jetzt ins Sekretariat, kümmere mich um deine Anmeldung, um alle restlichen Formalitäten. Und du, schau dich doch schon mal um. Na, hast du was angestellt? Wirst du zur Schulleiterin? Nee, wieso? Ach Mensch, ist ja gut, dass ich dich treffe. Ja, echt? Pass auf, das mit heute Nachmittag klappt doch. Wir treffen uns um 3 in der Kralle und können dann ins Kino gehen. Meine Mutter hat den Arzttermin abgesagt. Du, ich muss los, wir schreiben gerade Deutsch. Kralle? Was? Wer bist du? Was wollen die alle von mir? Komisch. Boah, nimm mich mal die Mensa hat auf. Amy? Amy? Hä? Was hat die denn? Haben wir etwas getan? Keine Ahnung. Manchmal kann sie echt zickig sein. Ich habe morgen Spanisch mit ihr, dann spreche ich sie mal drauf an. Es ist alles geklärt. Ab morgen gehst du in die 7C, da war noch Platz für dich. Ich will hier nicht hin, die sind alle voll komisch. Ach Mia, jetzt stell dich nicht so an. Komm, gib dem Ganzen eine Chance. Ja, danke, Mama. Du musst ja auch nicht jeden Tag der Woche hier sein. Ey, pass doch mal auf, du Idiot. Sorry, Amy. Amy? Ich kenne dich doch gar nicht. Noch so ein Vollpfosten. Na, du vergessliche Nuss, wo warst du denn gestern? Ach hey, gestern? Du hattest doch einen Arzttermin und hattest es bei mir abgesagt. Nee, der ist ausgefallen, hab ich dir doch gesagt, gestern vom Klo. Vom Klo? Nein. Doch, als ich während der Deutscharbeit auf dem Klo war? Nee. Doch, pass mal auf, ich hab dir gesagt, dass ich doch kann. Dann bin ich um 3 an der Kralle gewesen und du bist nicht aufgetaucht. Auf meine Nachricht hast du dich auch nicht gemeldet. Was soll denn das? Mein Handy ist im Eimer. Ich bekomme es erst Donnerstag von der Reparatur zurück. Und was mit euch? Braucht ihr eine extra Einladung? Ja, wir kommen. Komisch. So, ihr Lieben, ich würde gerne die Hausaufgaben jetzt mit euch besprechen. Amy, wie sieht's aus bei dir? Ja, also... Ja, guck mal nach vorne. Ja, Amy, wo ist denn das Problem? Ja, also, um ehrlich zu sein, ich kann das nicht. Aber Amy, du musst diese Aufgaben nacharbeiten. Du musst das wirklich machen. Setz dich wieder hin. Sammy, komm mal nach vorne, schreib mal deine Aufgabe 2 an. Vale, chicos. Primero vamos a corregir los resúmenes. ¿Vale? Amy, por favor, lee tu resumen. En los capítulos 10 y 11 van sobre la clase de psicólogo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Was war das denn gestern? Was denn? In der Mensa, du hast uns voll ignoriert und als ich dich gerufen habe, hast du auch nicht reagiert. Mensa? Wann denn? In der zweiten Stunde. Erstmal war ich nicht in der Mensa und ich hatte auch gestern gar kein Geld mit. Finde ich scheiße, wenn du dich so verhältst. Chicas, aber lee tu texto, por favor. En el capítulo 2 y 13, en el libro Déjame en paz, es para una imagen de Anissa en la red social. Vale, gracias. Bueno, y a continuación. Sí, Amy. ¿Puedo ir al baño, por favor? Claro, vete, por favor. Alle. Bin ich bescheuert? Ich war nicht in der Mensa und vor dem Klo habe ich auch nicht rumgestanden. Wer bist du? Mia, und du? Amy, warum siehst du so aus wie ich?
Ich sehe nicht aus wie du. Ich sehe schon immer so aus. Aber wer bist du? Ich bin Amy und frage mich, warum du so aussiehst wie ich. Also ich bin seit gestern hier und habe heute meinen ersten Schultag. Meine Mutter arbeitet jetzt in Peine und daher muss ich hier zur Schule gehen. Aber das erklärt, warum ich ständig angesprochen werde. Warst du gestern in unserer Mensa? Ja, wieso? Schon gut, dann erklärt sich einiges. Ich muss gleich zurück zum Unterricht. Schreib mal deine Nummer auf, dann können wir uns mal treffen. Mein Handy ist noch zur Reparatur. Mhm. Tschüss. Tschüss. Hallo Mia, hier bin ich. Na, war es schwer zu finden? Nee, ging. Hab ja Navigation im Handy. Aber jetzt erzähl mal, wo kommst du her? Ich bin tierisch neugierig. Also bis letzte Woche bin ich noch in Berlin zur Schule gegangen. Aber die Firma meiner Mutter hat hier eine neue Filiale aufgemacht und sie zur Filialleiterin gemacht. Wie ich das finde, war ihr total egal. Ich habe auch mal in Berlin gelebt, aber nur bis ich so circa ein Jahr alt war. Ich vermisse Berlin. Naja, das hier ist schon was anderes, aber man überlebt. Aber jetzt mal Themawechsel. Wie bist du denn so in Mathe? Wieso? Ganz gut. Ach, ich habe da so eine Idee. So, jetzt ging es um die Bestimmung des Grundwertes. Oh, Amy, bitte, komm mal vorne. Also 180 Euro entsprechen 60%. 3 Euro entsprechen dann 1%. Gut, sehr schön. Das ist jetzt die Lösung über den Dreisatz. Kennst du denn noch eine andere Möglichkeit, wie wir das ausrechnen können? Ja, also man kann auch 180 geteilt durch 0,6 rechnen. Sehr schön. Ja, danke. Setz dich wieder hin. Amy, super. Freue ich mich. Okay, machen wir weiter. Wer ist als nächster dran? Wir haben noch den Aufgaben der Wege. Möchtet ihr den anschreiben? War super, er hat dich voll gelobt. Ja, klasse, ist ja perfekt. Montag noch die Mathearbeit und dann kann er mir keine 5 mehr geben. Mein Vater macht mir voll den Druck wegen Mathe. Er war voll das Genie, aber bei mir ist die Gehirnhälfte irgendwie unterentwickelt. Mathe geht, aber dafür kann ich Sprache nicht so. Aber was meinst du mit der Mathearbeit? Montags schreibe ich Mathe. Das machst du für mich. Wie? Ich soll deine Arbeit schreiben? Meinst du nicht, dass das ein bisschen zu weit geht? Was ist, wenn das rauskommt? Ach Quatsch, das geht schon. Das ist meine einzige Chance. Hm. Wenn du meinst, ich muss jetzt auch los. Ja, dann. Tschüss. Tschüss. Bis morgen. Und wie immer schön ordentlich schreiben. Kann ich schon abgeben? Kannst du noch einen Moment warten, da ist noch jemand auf Toilette. Hä, Amy, was machst du denn hier? Habe ich dich nicht gerade auf dem Flur gesehen? Nee. Was? Nichts. Bleibt ihr beide bitte nach der Arbeit noch da? Das würde ich gerne genauer wissen. Nun komm. Guten Morgen. Ja, ich habe gerade eben mit meiner 7.10 Mathearbeit geschrieben und dachte, dass Amy mitschreiben würde. Ja. Aber es scheint so, dass es bei uns an der Schule eine zweite Amy gibt. Ach, tatsächlich. Darüber möchte ich aber mehr. Guten Morgen, Frau Brandes. Kommen Sie doch rein. Mensch, Mia, was ist passiert? Was hast du angestellt, dass ich extra herkommen muss? Wie es aussieht, hat Ihre Tochter für eine andere Schülerin die Mathearbeit geschrieben. Darüber müssen wir sprechen. Wie soll das denn gehen? Amy, was ist passiert? Die Schule hat mich angerufen. Ja, das würde ich auch mal gerne wissen. Ich bin ausgerufen worden. Da bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Schönen guten Tag, Frau Wolk. Guten Morgen, Herr Köhler. Kommen Sie doch rein. Mona, das glaube ich ja nicht. Was machst du denn hier? Frau Brandes, Herr Köhler.
Hier soll es jetzt nicht um Ihre privaten Angelegenheiten gehen, sondern eher um das schulische Verhalten Ihrer Kinder. Liebes Fräulein, darüber reden wir zu Hause. Dieses Wochenende bedeutet das Hausarrest. Hausarrest ist auch für dich eine verdammt gute Idee. Dann kannst du mal in Ruhe drüber nachdenken, was du da angerichtet hast. So habe ich mir den Neuanfang einfach nicht vorgestellt. War das eigentlich? Ich meine, du kennst Mias Mutter ja gar nicht. Am Anfang war das schon ein bisschen komisch, aber wir haben uns dann immer besser kennengelernt. Und ihr habt dann einfach die Sachen der anderen benutzt, also auch die Zahnbürste? Naja, ging ja nicht anders, aber es bleibt in der Familie. Und wie geht das jetzt weiter mit euren Eltern? Kommen die wieder zusammen? Boah, wenn die sich jetzt küssen, kotzig. Naja, irgendwie ist es ja schon kitschig. Wir werden sehen, was draus wird. Aber cool wäre es schon.